Sie haben mich missverstanden, es ist eigentlich ein Drama gewesen. Die Vorhänge halten jetzt irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Aber ursprünglich komme ich natürlich nicht aus Brüssel, denn kann kein Französisch, sondern aus Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ein ganz, ganz komisches Land. Und vorhin, als es hieß, dass hier jemand im oberen Rang keine Ahnung von Informatik hat, das hat mich sehr gefreut, denn in Sachsen-Anhalt hat niemand Ahnung von Informatik. Und deswegen möchte ich Sie ein bisschen in meine Familie einführen, also nicht dieses eklige Einführen, sondern das rhetorische. Und Ihnen eine Geschichte vorlesen, die sich so zugetragen hat, und zwar letztes Jahr zu Weihnachten. Es ist nämlich das Schlimmste bei meinen Eltern passiert, was einem im Sachsen-Anhalt so passieren kann. Der Fernseher ist kaputt gegangen. Und das ist passiert. Die Geschichte heißt kaputt. Sie geht so. Guck, sagte meine Mutter und zeigte aufgeregt durchs Wohnzimmerfenster auf das Dach des Gartenhäuschens. Da hat er eingeschlagen! Tatsache, auf dem Dach prangte ein faustgroßes, an den Rändern verbranntes Loch. Bei Bergers nebenan, da hat's die ganzen Leitungen der Wand zerschmort. Nicht schlecht, sagte ich und nickte. Das hat gerumst, sag ich dir. Aufgeregt rannte meine Mutter hin und her, griff hier und da herumliegende Zettel, wirbelte sie einem undurchsichtigen Ordnungssystem gleich durcheinander und legte sie dann an neuer Stelle wieder ab. Und jetzt, ich deutete auf den Fernseher, alles hin oder was? Herd, Kühlschrank und Heizung haben's überlebt, sagte meine Mutter. Fernseher hin, Receiver hin. Also in Sachsen-Anhalt sagt man zum Receiver, Receiver. Falls Sie mal da sind und Ihnen der Receiver kaputt geht, Receiver. Fernseher hin, Receiver hin, dein Vater prüft seit gestern schon alle Geräte. Ach, das ist alles kompliziert mit den ganzen Rechnungen, ich werd bald nie mehr. 5 Meter entfernt kniete mein Vater angestrengt vor der Stereoanlage. Er drückte auf Power und das Display begann ganz normal zu leuchten. Hm, murmelte er. Dann kippte er ein Glas Wasser in die Lüftungsschlitze. Sofort knallte es und augenblicklich wurde das Display schwarz. Dachte ich mir, nickte er fachmännisch. Brauchen wir auch eine neue. Muss die Versicherung übernehmen, ist leider auch kaputt. Klasse, dachte ich. Mutter verliert die Nerven, weil ein paar Geräte im Arsch sind und Vater übt sich im Versicherungsbetrug. Alles wie immer also. Naja, nickte ich, und wieso musste ich jetzt unbedingt herkommen? Dann guckt ihr halt mal 3 Tage lang kein Fernsehen. Na, wegen Telefon, rief meine Mutter. Der Mann von der Telekom, der hat uns gleich so eine neue Station gegeben, so mit Telefon und Internet, aber das funktioniert alles nicht. Meine Mutter warf die Arme in die Luft, so als könnte sie damit irgendeine Art Technikgott besänftigen. Ja, wo ist das Ding? Hier, sagte meine Mutter und zeigte auf einen großen Karton auf dem Dielentisch. Du hast ihn ja gar nicht ausgepackt, sagte ich. Ach, herrje, meine Mutter schlug die Hände vom Kopf zusammen. Ernsthaft, fragte ich. Du, André, ich hab alles probiert, aber ich kann das nicht mit den ganzen Kabeln. Und der Karton ist sogar noch eingeschweißt, Mutter, sagte ich. Ich sage ja, wenn du es schon zu schwierig findest, wie soll ich's dann hinbekommen? Meint ihr das ernst, fragte ich. Im Hintergrund lief mein Vater vorbei, in der rechten Hand unsere Toaster, in der linken Hand eine Gabel. Schnurstracks hielt er auf die Küche zu, es klimperte kurz, dann knallte es. André, rief er, André, sag mal deiner Mutter, soll einen Toaster oben aufschreiben, war doch auch kaputt. Sagte ich kopfschüttelnd. Oh nee, 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 keuchte meine Mutter und suchte nach einem Stift. Pass mal auf, sagte ich, das ist alles vorkonfiguriert, du musst überhaupt nichts einstellen. Naja, das weiß ich doch nicht, stammelte meine Mutter. Das ist alles so neu und das geht alles so schnell. Meine Güte, dachte ich. Jetzt war es also soweit. Meine Eltern hatten die nächste Stufe des Altwerdens erreicht. Ab jetzt war ihr Interesse am technischen Fortschritt also endgültig erloschen. Genau hier würden sie für immer und ewig stehen bleiben und alles, was danach kommen würde, für Mumpitz oder gar für Zauberei halten. Aufgepasst, sagte ich, nahm den Router aus dem Karton, stöpselte das Telefon an und steckte anschließend den Stecker in die Steckdose. Das Telefon piepte zuverlässig und nach 10 Sekunden leuchtete auch das WLAN-Lämpchen am Router. So, sagte ich grimmig, läuft. Oh, wenn wir dich nicht hätten, rief meine Mutter begeistert, wie du das immer machst, na? Ja, sagte ich, kurz nachdenken, Stecker reinstecken und eine Prise Magie, Mann, ey. Jahrelang regt ihr euch drüber auf, dass eure eigenen Eltern gerade mal mit Mühe und Not ihr Seniorenhandy mit diesen abartig großen Tasten bedienen können. Und jetzt fangt ihr genauso an. Der Vater weigert sich schon, komplett ein Telefon zu benutzen. In diesem Moment klingelte das soeben angeschlossene Telefon. Ja, Hermann, sagte meine Mutter ans Telefon. Oh, Oma, oh, schön, dass du anrufst. Klasse, dachte ich.
Meine Großeltern waren sogar noch eine Ecke schärfer. Immerhin hatten sie bereits die finale Stufe des Altseins erreicht. Ein gesundes Desinteresse, gepaart mit einer handfesten Schwerhörigkeit. Meine Großeltern waren also nicht nur hilflos, sondern lebten komplett in ihrer eigenen Welt und vergaßen beinahe wahllos und urplötzlich selbst die einfachsten Dinge. Was? Wo seid ihr? Rief meine Mutter an den Hörer. Ach, ihr steht vor der Haustür. Nickte, ich habe bestimmt vergessen, wie die Klingel funktioniert. Ja, da müsst ihr einfach auf diesen Knopf drücken. Das ist nämlich unsere Klingel, brüllte meine Mutter an den Hörer. Dann wandte sie sich an mich. Wie die sich manchmal anstellen. Ja, sagte ich, schlimm ist das, wie die sich manchmal anstellen. 2 Minuten später schlürften meine Großeltern zur Tür herein. Na, mein Junge, wie geht's? Fragte meine Oma. Ja, ganz nett, ich bin jetzt bei der Fremdenlegion, antwortete ich. Ja, bei uns hat's geregnet heute. In der Küche knallte es erneut. Schreib mal auf, Kaffeemaschine ist auch kaputt, brüllte mein Vater. Wo ist denn dein Vater? Brüllte mein Opa. Noch in der Küche, aber vermutlich bald im Gefängnis, erklärte ich. Dann wandte ich mich an meine Mutter. Ich brauche mal einen Laptop, damit ich das neue WLAN-Passwort eingeben kann. Danach müsste eigentlich alles funktionieren. Mutti, rief meine Mutter und trabte ins Arbeitszimmer. Bei uns hat nämlich der Blitz eingeschlagen. Der André, der richtet uns gerade alles wieder ein. Meine Oma blickte mich strahlend an. Na, mein Junge, wie geht's? Rief sie. Hast du mich eben schon mal gefragt? Rief ich. Ja, bei uns hat nämlich heute geregnet, brüllte mein Opa ins Ohr. Interessant, rief ich zurück. Ich habe jetzt übrigens Ebola. Ja, brüllte meine Mutter aus dem Arbeitszimmer. Das haben sich die Bergos von nebenan auch gehört. Ganz feine Sache. Nee, ist schon schön, wenn das alles so klappt, ne? Sagte meine Oma. Ich habe bestimmt schon tausende Menschen angesteckt, erklärte ich. Ja, das habe ich auch gehört. Es ist kompliziert mit den ganzen Steckern, brüllte meine Mutter, während sie mit dem Laptop zurückkam. Ja, man kann nicht alles haben, nicht wahr? Sagte meine Oma. Boah, Mutter, rief ich, als ich den Laptop aufklappte und sofort dutzende Sinnlosprogramme, Toolbars und andere Scheiß auf dem Desktop legte. Mutter, du sollst nicht immer überall draufklicken und alles Mögliche installieren. Ich hab nichts gemacht, rief meine Mutter. Stimmt, machen die Computer heutzutage von ganz alleine. Was ist denn mit dem Computer? Rief mein Vater aus der Küche. Kaputt? Komm aufschreien, plätschern! Naja, sagte ich, naja, vielleicht bringst du einfach mal ein Glas Wasser und dann überprüfen wir das mal. Dankeschön. Applaus für André Herrmann, meine Damen und Herren.